Ich bin bei der Bergpartei, weil es mir unheimlich viel Spaß macht, Plakate zu machen, die irgendeine Art von Fragezeichen in den Leuten auslösen. Und ich bin natürlich auch ein bisschen geltungsdrangsüchtig, glaube ich. Sonst hätte ich das auch nicht machen. Finde ich halt ganz nett. Ich glaube, ich habe schon viel bewirkt. Ich glaube, es ist nicht unbedingt der Spaß, sondern auch etwas zu tun bedeutet für mich auch Veränderung und es gibt ein Ergebnis. Ich würde mich als getriebenen Menschen auch ansehen, dass ich viel mache um des Machens willen. Weil ich ja weiß, es verändert mich und ich übe ja irgendwas. Egal, was ich mache, übe ich ja immer. Doch, es geht um Politik machen. Also das hört sich deswegen so an, als wenn es nicht um Politik geht, weil wir natürlich auch Realisten sind und wir wissen, dass wir jetzt keine 40% kriegen und wir haben halt wenig Prozent, weil wir ehrlich sind, glaube ich, und direkt sagen, was wir wollen. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Ich halte das für ernsthafte Politik, sondern wir versuchen es ernsthaft zu betreiben. Ich habe so eine Hochburg in der Riga Straße, da kriege ich immer meine 12% oder so. Das ist ganz lustig. Ich glaube, es hat damit angefangen, dass ich einer von den gestressten Kindern war, die nicht so ein schönes Elternhaus hatten, wo es sehr viele Probleme gab, finanziell und auch so soziale. Und ich dadurch schon als Kind oft Sachen nicht hatte oder Ungerechtigkeiten mehr gesehen habe. Also dann war ich auch ziemlich früh von zu Hause weg und habe da angefangen, Häuser zu besetzen, weil ich auch selber keine Wohnung hatte. Und die Hausbesetzerzeit war meine Lernphase, eine Ausbildung zu alles Möglichen. So, ne? Ich traue mir jetzt viel mehr Sachen zu als früher. Ich weiß, wie Rohre verlegt werden, wie man ein Klo anschaut. Ich habe schon so viel Klo angebaut oder eine Decke geschraubt. Also das habe ich nach und nach halt da gelernt. Und im besten Haus kann man das alles üben. Und das hat mir auch geholfen, nicht alleine zu sein einfach. Sich selber um sich zu kümmern, ist ganz wichtig für die Menschen. Und ganz wichtig ist auch, sich selber um seinen Nächsten zu kümmern. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden einschätze, dass es ihm schlecht geht, und ich sage dann zu ihm, mach doch mit bei unserer Partei oder bei der Wasserschlacht oder bei irgendeiner Kneipe oder was ich gerade mache, und er hilft mir dann, dann ist er A nicht mehr alleine, er hat was zu tun, er kann sich durch das Gesabbel mit mir dann auch neue Gedanken machen. Und dadurch kommt er einfach mal weiter. Und da habe ich viel bewirkt an bei vielen Einzelpersonen, würde ich sagen.